Ja, die Allianz der Bremser international beim Klimaschutz. USA, Kanada, Japan, Russland. Ja. Wisst ihr, warum nichts weitergeht beim Klimaschutz? Die treffen sich auch immer an so komischen Orten, eben in Japan oder Klimaschutzgipfel auf Bali. Super Idee, ha? Auf Bali, draußen 45 Grad im Schatten. Die sitzen drin, die Klimaanlage läuft und die reden übers Klima. Ha? Das wäre dasselbe, wie wenn der Bischof mit vier Weibern im Puff sitzt und über Enthaltsamkeit predigt. Da kommt nichts dabei raus. Hallo? Also Wahnsinn finde, dann treffen die sich ab und zu so einem Klimazwischenschutzgipfel in New York. In New York, super Idee. New York, die ökologische Hochburg dieser Welt. Die New Yorker sind froh, wenn die Abgase ab und zu durch ein bisschen Ozon aufgelockert werden. Als Baum in New York, das ist so wie als Asylant auf dem NPD-Parteitag. Bremser sind überall. Im Alltag. Wo sind Bremser im Alltag am schlimmsten? Autobahn. Genau. So Spackos, die mit 200 auf der linken Spur kriechen. Aber es ist nicht nur Autobahn. Geht's euch auch so? Wenn ich mal unübersichtliche Landstraße fahre, wo man garantiert nicht überholen kann, dann fährt vor mir immer einer Trachtenhut, Mercedes, Klorolle hinten auf der Ablage. Muss ich langsam fahren, sind ja Kurven. Dann kannst du dir von hinten so eine halbe Stunde lang den Wackeldackel anschauen. Boah, das macht aggressiv, weißt du? Und ich stehe letztes Mal an der Ampel hinter einem, der hatte einen Wackelclown. Freunde, ich bin für ein Aufrecht auf Autos mit Trachtenhutträgern und Wackeldackel hinten auf der Ablage. Bremser werden immer mehr. Was kann man tun? Erziehung. Erziehung ist wichtig. Und an dieser Stelle frage ich jeden Abend dazu, hey, wo sind eigentlich all die Kinder, die Supernanny geheilt hat? Wo wohnen die? Welche JVA? Also ich glaube nicht an diese geistige Waldorf-Gymnastik. Da steht dann die Supernanny immer so da, du warst böse. Jetzt musst du auf die Treppe gehen. Da hat er aber Angst. Da hat er aber Angst, der kleine Justin, der mit dem Butterfly-Messer schon zwei Tankstellen überfallen hat. Da hat er aber Angst. Hallo. Wenn so ein kleiner Kinderzimmer-Osama aufmuckt, dann braucht er eine Ansage, verbal. Wenn die Mutter von Dieter Bohlen früh genug gesagt hätte, halt dein Maul, wenn nur Scheiße dabei rauskommt, dann hätten wir heute kein Problem.